Ein herzliches Grüß Gott, sehr geehrte Damen und Herren. Mein Name ist Peter Stippel. Ich bin vielleicht einigen von Ihnen aus meinen Beiträgen innerhalb von RPB bereits bekannt. Der Grund für meinen heutigen Beitrag ist, dass es sich in diesen Tagen zum 100. Mal jährt, dass Professor Dr. Erwin Ringel geboren wurde. Professor Ringel, der österreichische Psychiater, Psychotherapeut, Neurologe der Zwischenkriegszeit, ist vielen Österreichern, vielleicht eher den älteren Semestern, wie ich es repräsentiere, aus dem neuen Medienfernsehen der 80er, 90er Jahre bekannt, wo Professor Erwin Ringel als einer der ersten Wissenschaftler sich immer wieder zu Wort meldete, gefragt wurde, vor allem auch aufgrund seines bekannten Buches Die österreichische Seele, und er auch als Psychiater oder Seelendoktor der österreichischen Nation bezeichnet wurde. Er war der Erste, der auch populärwissenschaftlich aus psychiatrisch-psychotherapeutischer Sicht zu verschiedenen aktuellen Ereignissen Stellung genommen hat. Aber bevor wir diesen Punkt vertiefen, ein wenig Daten zu seiner Biografie. Er wurde am 27. April 1921 in Timișoara in Rumänien geboren. Er hatte österreichische Eltern. Seine Mutter stammte aber als kleines Kind aus Rumänien. Und es war damals üblich, dass die Frauen zur Geburt der Kinder in ihre ursprüngliche Heimat zu ihren Eltern und Großeltern zurückkehrten. Seine Eltern lebten in Hollabrunn und er selbst sagte, dass er eine glückliche Kindheit hatte, vor allem, weil seine Eltern eine wunderbare harmonische Ehe geführt haben. Sie sind dann in die Ammergasse nach Wien gezogen und gerade im kulturellen Zentrum im ersten Bezirk hatte Ringel schon sehr früh Beziehung und Kontakt und Interesse zu Theater, Oper, Kultur gefunden. Sein Vater war Mittelschullehrer, hat seine Bildung entsprechend gefördert und auch auf breiter Basis musische Talente und Fähigkeiten, auch seine Religiosität. Er war Katholik, bekennender, praktizierender Katholik. Er ist 38 bei Protesten, denen er sich anschloss, gegen den Anschluss Österreich ans Deutsche Reich, von der NSDAP verhaftet worden. Er hat am Mortzimplatz sicher einige Wochen auch gelitten, hat sich gar zu seinem Glauben bekannt und war trotzdem auch gewissen Dingen innerhalb des Katholizismus gegenüber kritisch. Er ist ja bekannt als Suizidforscher und er hat zum Beispiel sehr, sehr kritisiert, dass zu der Zeit vor dem Zweiten Weltkrieg Menschen, die sich suizidiert haben, nicht ein kirchliches Begräbnis innerhalb eines Friedhofes bekommen haben. Und das wurde auf seine Anregung hin nach dem Zweiten Weltkrieg dann auch geändert. Ganz bekannt ist Professor Ringel durch sein berühmtestes Buch Die österreichische Seele geworden. Und ich möchte Ihnen, dass man sich so ein bisschen in den Professor Ringel so hineinversetzen kann, so die ersten paar Zeilen aus dem bekanntesten Abschnitt, besteht aus 10 Vorträgen, das Buch Die österreichische Seele. Das bekannteste Abschnitt davon ist die neue Rede über Österreich. Ich möchte daraus den ersten Absatz zitieren. Anton Wiedgans Rede über Österreich ist das Schönste, was bisher über Österreich gesagt wurde. Frage: Stimmt sie auch? Ich möchte Anton Wiedgans gegen Anton Wiedgans zitieren, eine Stelle aus seinem Drama Armut. Ich habe einmal eine Geschichte gelesen von Zweien, die arm und glücklich gewesen. Doch die Geschichte ist nicht wahr. Vergessen wir nicht, Anton Wiedgans hat diese Rede für das Ausland konzipiert.
Sie sollte in Stockholm gehalten werden. Die Krankheit des Dichters hat das allerdings verhindert. Und sie war Visitenkarte unseres Landes, zumindest so gedacht. Das ist Grund und Entschuldigung dafür, dass in ihr Kritik kaum zu Wort kam. Ich hingegen bin aus zwingenden Gründen, die ich noch erläutern werde, entschlossen, meine neue Österreich-Rede vor allem der Kritik über Österreich zu widmen, woraus schon klar hervorgeht, dass ich nicht bereit wäre, sie in dieser Form im Ausland zu halten. Aber hier muss ich so sprechen, um der Wahrheit willen. Und noch aus einem anderen Grund ist doch vor wenigen Wochen einer der letzten wissenden Propheten und Mahner dieses Landes, ist doch Friedrich Heer verstorben. Seine warnende Stimme für immer verstummt. Ich grüße meinen Freund übers Grab hinaus, widme ihm diese Ansprache und kann nur hoffen, dass sie von seinem Geist getragen ist. Innerhalb dieses Werkes Die österreichische Seele widmet sich Professor Ringel, der ja als Individualpsychologe bekannt war, besonders dem Thema der Verdrängung. Er war ein klassischer Analytiker, noch bei Freud in die Schule gegangen und trotzdem Freud gegenüber auch kritisch und hat sich dann der Richtung von Adler angeschlossen, wo es einfach auch sehr, sehr viel positiver um Lebenssinn, Lebensaufgabe ging, während Adler den Sinn in den Mittelpunkt seiner Individualpsychologie gestellt hat, hat Freud ja den Ausspruch geprägt, wer nach dem Sinn fragt, zeigt damit die Richtung seiner Neurose. Da ist schon einmal eine ganz, ganz, ganz große Differenz. Die Individualität versus der sozialen Verantwortung in der Individualpsychologie von Adler grundgelegt, war eines der wesentlichen Themen, die Professor Erwin Ringel in seinen Arbeiten in den Mittelpunkt gestellt hat. Leben heißt sich entwickeln, schrieb Adler in seinem 33 erschienenen Bestseller Der Sinn des Lebens. Und er hat sich da als optimistische Alternative zur Psychoanalyse von Sigmund Freud gestellt. Erwin Ringel hat in Erweiterung dieser Arbeit sich auch sehr, sehr stark der Herausforderung und der Problematik des Suizids gewidmet. Ich möchte da auf eine interessante Parallele aufmerksam machen mit einem anderen berühmten Österreicher, Professor Viktor Frankl. Beide Herren waren Frankl noch in viel größerem Umfang und viel dramatischer durch seine Zeit im KZ und er hatte auch seine ganze Familie im KZ verloren, aber trotzdem auch Ringel war verhaftet, hat unter dem Naziregime gelitten. Beide Herren haben sich ganz stark der Thematik des Suizids, der Suizidverhinderung und Prävention gewidmet. Beide Herren haben den Sinn des Lebens auch in die Mitte ihrer Arbeit gestellt. Und von Professor Ringel sind sehr, sehr viele Zitate auch bekannt und werden immer wieder verwendet. Springen Sie so oft Sie können über Ihren Schatten. Oder weg mit den Zwangsjacken und Gittern. Also für eine Reform der Psychiatrie. Und es war ihm ein großes Anliegen, die Psychiatrie entsprechend human und so frei als möglich zu gestalten. Der wichtigste Faktor zur Verbesserung des Arbeitsklimas ist das befreiende menschliche Gespräch. Ein Zitat von Ringel. Oder, und damit beende ich die Zitate, das Sein dient dem Leben, das Haben dient dem Tod. Besonders berühmt ist Professor Erwin Ringel durch seine Suizidforschung. Er hat eine entsprechende Klinik geleitet, geführt
Und er hat systematische Studien mit über 700 suizidgefährdeten Menschen und anhand von Biografien von Menschen, die durch Suizid geendet haben, geführt. Und von ihm ist auch die suizidale Einengung, die sozial-suizidale Entwicklung als Schlagwort in die Psychologie eingegangen. Das präsuizidale Syndrom nach Ringel, wie es fachlich korrekt genannt wird. Und das präsuizidale Syndrom besteht aus vier Einschränkungen als Hauptmerkmal, suizidale Entwicklungen zu erkennen. Es beginnt mit einer situativen Einengung, einer Einengung der persönlichen Möglichkeiten eines Menschen, die nicht in der Realität existieren, sondern einfach in der verschobenen, eingeschränkten Realität eines suizidal gefährdeten Menschen. Einengung der persönlichen Möglichkeiten, also der Kreativität zum Beispiel, Alternativen, eine schwierige Situation zu lösen, sind eng limitiert. Eine dynamische Einengung, das heißt Handlungen, Emotionen, Ressourcen sind eingeschränkt, limitiert. Die Menschen sehen, obwohl es objektiv betrachtet Möglichkeiten gibt, keinen Ausweg. Soziale Einengung, zwischenmenschliche Einengung. Menschliche Kontakte werden eher gemieden. Das offene, ehrliche Gespräch wird gemieden. Es wird Ausreden, Vorwände gesucht und die innerliche Haltung dazu ist, es versteht mich ohnehin niemand. Es kann mich niemand verstehen, es kann mir niemand helfen. Die Isolation entwickelt sich dramatisch. Und letztendlich eine Einengung des Werteerlebens. Die anderen sind ohne mich besser dran. Es wird mich niemand vermissen. Und in der Suizidklassifizierung nach Böldinger, von dem Ringel auch einiges übernommen und gelernt hat, ja, würde man dann noch sagen, ich gebe meinem Tod vielleicht noch einen letzten Sinn, indem ich mich für andere aufopfere, ihnen das Leben erleichtere und ähnliche Gedankengänge. Und die Lösung daraus ist eine ähnliche Lösung, wie Frankl sie gefunden hat, die auch von Ringel in seiner Klinik entsprechend mit den betroffenen Menschen erarbeitet wurden. Wie kann ich dem Leben einen neuen Sinn geben? Wie kann ich wiederum einen Selbstwert erwerben? Wie kann ich wieder soziale Kontakte entwickeln? Wie kann ich wieder meinen inneren Erleben Ausdruck geben, Handlungen, Emotionen vielleicht sogar zulassen, etwas Aufgestautes rauslassen, was Ringel selber immer getan hat. Ringel hat da in seinen Vortragen mit heftiger Stimme, laut und deutlich kritisch, auch in der Zeit, wo er schon im Rollstuhl gesessen ist, er hat über seine Krankheit nicht nur nicht gesprochen, er hat sie irgendwie sehr, sehr, sehr stark tabuisiert. Es gibt Leute, die meinen, dass es eine Multiple Sklerose war. Er war die letzten Jahre seines Lebens an den Rollstuhl gefesselt und trotzdem mit lauter, kräftiger Stimme ein Kritiker, aber ein wohlwollender Kritiker von Fehlentwicklungen. Es ist ihm in seiner Kritik vor allem darum gegangen, die in der Nachkriegszeit so sehr gepflegte politische Haltung. Österreich war das erste Opfer des nationalsozialistischen Regimes und als Opfer hat man natürlich keine Schuldarbeit zu leisten gehabt. Und das war ihm ein ganz wesentliches Anliegen, diese Verdrängung aufzulösen, die Wahrheit wird frei machen als Motto. Und er hat auch immer so gesprochen, gerungen um die Wahrheit. Als junger Mensch habe ich ihn gesehen und er hat mich in seiner Dynamik und Kraft schon damals beeindruckt. Die Verdrängung, dass wir nur Opfer waren, keine Täter, dass es bei uns
keine Schuld zu bearbeiten gibt. Und er hat in weiser Voraussicht erkannt, wenn Schuld und Treue nicht bearbeitet werden, dann werden aus Fehlern keine Lehren gezogen, dann wird keine Prophylaxe betrieben, dass so etwas nicht mehr passieren kann. Und gerade das war ihm ein ganz, ganz wesentliches Anliegen, dass sowas nicht mehr passieren kann. Kollektiv wie individuell. Und seine Patienten, die bei ihm in Behandlung wegen suizidaler Tendenzen waren, haben eine lange und intensive Behandlung von ihm bekommen, um ganz sicherzustellen, dass sich der Mensch in seinen Haltungen dem Leben gegenüber wirklich so entwickelt hat, dass er einfach dieses unbedingte Ja zum Leben sagen konnte. Dass die persönlichen Möglichkeiten für die Lösung von vielleicht schwierigen Situationen auch wirklich voll ausgenutzt werden können. Professor Ringel ist relativ jung gestorben. Er ist mit 73 Jahren gestorben in Bad Kleinkirchheim im Sommer am 28. Juli 1994. Und ich glaube, wenn wir ein paar wenige Dinge von ihm behalten, in unseren Ausbildungen, in unseren Therapien berücksichtigen, ist das die von ihm gewünschte und erhoffte Form, seine Arbeit, sein Werk zu ehren. Dass wir suizidale oder überhaupt generell Fehlentwicklungen individuell, aber auch kollektiv ansprechen und benennen. Es ist immer wieder in Einzeltherapien zu bemerken, dass es solche Tendenzen gibt, wenn Drogenkonsum, Alkoholkonsum ohne Grenzen, ohne Einsicht der zum Teil extremen Selbstschädigung, aber auch Fremdschädigung, wenn man dann vielleicht schwer alkoholisiert oder unter Drogeneinfluss mit dem Auto fährt, in Kauf genommen werden, dann ist es durchaus auch eine konstruktive Variante, Patienten auch auf suizidale Tendenzen anzusprechen, sie nach dem Wert des Lebens, den sie ihm selber geben, zu fragen. Um dann sehr, sehr oft das Vakuum, die Leere im Sinn zu erkennen. Und es ist dann ganz, ganz klar, dass wenn man den Menschen langfristig helfen will, im Erarbeiten eines individuellen Sinns, dann nehme ich Anleihe bei Frankl, es gibt nicht den Sinn des Lebens, aber für jedes Leben einen individuellen Sinn, diesen Sinn mit den entsprechenden Patienten zu erarbeiten. Das ist die wirkliche Prophylaxe, dass suizidale Tendenzen im Drogen-, Alkoholkonsum, in Risikoverhalten oder sogar im aktiv geplanten Suizid vermieden werden. Ringels Verdienst ist es, dass er sagt, nahezu jeder Suizid kündigt sich an. Oft sehr, sehr versteckt mit kleinen Bemerkungen, die ein wenig so ein Test sind. Hört mir der wirklich zu? Wie ernst nimmt mich der andere Mensch? Wie wichtig bin ich für einen anderen Menschen? Suizidale Menschen testen ihre Gesprächspartner. Ob zum Beispiel Therapeutin oder Therapeut auf kleine Bemerkungen wirklich eingeht. Und da ist natürlich etwas von der Präzision, Genauigkeit, von der Entschleunigung, die in der Analyse geschieht, auch für andere Methoden was Bemerkens- und Lernenswertes dabei. Es ist wichtig, immer wieder Gedenktage zu haben, die abseits vom Trubel aktueller Ereignisse den Vordenkern Platz und Raum geben und uns die Frage eröffnen, was können wir von dieser Persönlichkeit, von diesem Leben, von diesem Werk und Schaffen für uns heute lernen. Und wir sind in einer sehr, sehr speziellen gesellschaftlichen Situation, einer viralen, hochansteckenden Krankheit. Und ich möchte noch einmal die präsuizidalen Symptome
Faktoren bewusst machen und einfach die Frage stellen, ob wir nicht selber auch so ein bisschen wie das Kaninchen vor der Schlange eine situative Einengung erleben, wo die Möglichkeiten, die es vielleicht gäbe, für uns, weil wir einfach so von dem Geschehen er- und verschreckt sind, uns nicht einfallen, dass unsere dynamische Möglichkeit, Handlungen, Ressourcen, die wir sonst hätten, nicht zur Verfügung stehen, dass wir in suizidal ähnlicher Einengung leben, wo wir die sozialen Kontakte nicht fördern, sondern eher als Gefahr sehen, wo doch gerade in der Gemeinschaft die Weisheit der Gruppe größer ist als des Einzelnen. Und wo wir ein Stück weit auch unsere Werte doch in Frage stellen und überdenken müssen. Ich glaube, wir ehren Professor Dr. Erwin Ringel, indem wir seine Kritik an Österreich ernst nehmen und nicht beleidigt wegschieben, sondern ihm unterstellen, dass er in guter Absicht auf gefährliche Tendenzen aufmerksam machen wollte, indem wir seine Forschung, seine Lehre über die Gefahr des Suizids ernst nehmen, daraus lernen, als Gesellschaft, als Einzelne, und indem wir seinem Credo, dem Leben Sinn zu geben, ganz individuell folgen und im weiter verfolgenden Gedanken von Frankl sehen, dass der Sinn sehr, sehr stark drinnen liegt, nicht was wir für uns tun, sondern was wir für andere tun können. In diesem Sinne eine Wertschätzung, ein Dank an das Leben und Werk von Professor Erwin Ringel. Danke für Ihre Aufmerksamkeit.